Guten Tag, mein Name ist Martin Sutter. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Hören von Monte Cristo. Ich fange an, diesen Satz zu bereuen, dass ich für den Leser Martin Sutter schreibe. Der fiel einmal auf die Frage, ja, haben Sie dann einen Leser vor Augen, wenn Sie schreiben? Und dann habe ich gesagt, ja, den Leser Martin Sutter. Jetzt sehe ich es immer wieder als Schlagzeilen oder so und denke, es ist auch ein bisschen, klingt ein bisschen affig, der ich schreibe für den Leser Martin Sutter. Aber es stimmt natürlich schon, ich sage auch beim Erfinden von Figuren, ich kann mich nicht in eine Figur hineinversetzen. Ich kann nur die Figuren in mir selber finden. Ich weiß, das ist ein technisches Detail, aber ich sehe es so. Ich glaube, wir alle haben alle Möglichkeiten mehr oder weniger ausgeprägt in uns drin. Und das hat mit Identität zu tun und eigentlich mit meinem Hauptthema. Ja, die reinen Helden, die liegen mir nicht so, aber ich könnte vielleicht das auch. Ich könnte vielleicht auch einen reinen Helden in mir drin finden. Aber es ist nicht so interessant. Ich habe schon lieber die passiveren Figuren, die denen das Leben widerfährt. Wenn sie sagen, sie mochten Lila Lila so, da haben wir einen Helden, den man ja manchmal ein bisschen rütteln möchte. Wenn eine Geschichte für die mir gefällt, die ich gerne lese, die muss haben, also die muss ganz klassisch von der Was-wäre-wenn-Frage ausgehen und diese Frage stellen und sie dann beantworten. Und wenn sie das in einer guten Mischung auf überraschende und oder bestätigende Art und Weise tut, dann hat es Chancen, eine gute Geschichte zu werden. Aus diesem Grund bin ich nicht mit 18 Schriftsteller geworden. Der Preis wäre dann gewesen, mit sehr wenig Geld und auch nicht sehr angenehmen Nebenjobs und Unterstützung vom Staat und von der Familie über die Runden zu kommen und doch in einer Dachstube zu leben, also ein entbehrungsreiches und abhängiges Leben zu führen. Das Geld ist immer für mich, hat immer mit Unabhängigkeit zu tun gehabt. Ein gut vorher strukturierter Roman klingt in der Regel nicht strukturiert. Aber wenn ich dann plötzlich denken muss, oh, wieso hat jetzt der das gemacht, das habe ich nicht bedacht. Und dann das irgendwie reinpassen muss in die Geschichte, dann merkt man das als Leser. Sie können Krimis, Agatha Christie lesen, ein paar, da merkt man das. Da merkt man das auch, dass sie nicht gewusst hat, wer der Täter war, bis kurz vor Schluss. Klar höre ich Hörbücher und zwar gerne. Ich höre gerne englische Bücher in englischer Originalsprache. Dann kenne ich halt audible.com und audible.de. Ich mache jeden Morgen während einiger Zeit ein bisschen Fitness. Und da ist das wunderbar dazu, Hörbücher zu hören. Es ist jetzt nicht so, dass ich meine Fitnessübungen mit eigenen Büchern, Hörbüchern mache, aber ich höre gerne rein. Und das ist dann nochmal eine ganz andere Liga, als wenn ich es selber lese.